Moin Moin und mal wieder willkommen auf dem Kanal. Ich dachte mir, nachdem ich jetzt die Gansch-Regelbücher und das Background-Buch vorgestellt habe, da die Musik ja unmittelbar damit zusammenhängt, dachte ich, mache ich mal ein kurzes Unboxing von den Alben, die ich mir jetzt bestellt hatte. Und da seht ihr mal, was da so drin ist und dass das auf alle Fälle auch sein Geld wert ist. Fangen wir einfach mal an mit dem Fuck Humanity. Das ist das limitierte Digi. Da seht ihr, dass es einmal die Debauchery-CD ist. Dann gibt es die Balgros, das ist die ganze Geschichte in Deutsch. Und dann gibt es noch die Blood God, das ist dann halt mit der 80er Jahre Stimme. Ist schön aufgemacht, wie ihr seht. Drei CDs zum Preis von einer. Booklet ist auch dabei. Da findet man dann natürlich auch wieder schöne Artworks, die auch in den Büchern drin sind. Ich denke, ihr kennt sie wieder. Und deshalb auch die Texte handeln zum Teil davon, zum Teil auch von Warhammer 40k. Deshalb passt die Band hier auch auf den Kanal. Auf alle Fälle würde ich sagen, das war die Fuck Humanity. Dann haben wir sogar noch original verpackt. Also da hatte ich nur mal die Folie abgemacht. Hier haben wir dann noch original in Folie die Blood God. Blood is my trademark. Das ist die 80er Jahre Metal-Geschichte, sag ich mal. Die gerade etwas festhängt hier. Kleinen Moment. Ich will sie auch jetzt nicht unbedingt gleich kaputt machen, das wäre blöd. So, da geht die Geschichte doch weiter. So, Müll weg. So, wir schauen rein in die Blood is my Trademark. Wieder das Digi. Hier haben wir wieder den Meister höchstpersönlich. Dann haben wir hier einmal Blood God. Das ist wie gesagt mit der helleren Stimme. Und das ist das Schöne. Man kriegt hier nochmal die gleiche CD quasi dazu. Nur mit der Monster Voice, wie es hier heißt. Also der Death Metal Stimme. Und ich finde gerade diese Kombination aus Death Metal und diesen 80er Jahre Riffs, Metal Riffs, Rock Riffs finde ich einfach geil. Das groovt einfach wie Schwein und ja, dann haben wir hier mal wieder die guten Miniaturen bzw. Charaktere, Figuren aus Carnage. Deshalb, ihr seht, das hängt alles miteinander zusammen. Deshalb finde ich auch, ist das ganz legitim hier auch mal ein Unboxing von CDs zu machen, die nämlich dazugehören und deshalb sollte man die euch nicht vorenthalten. Außerdem wollte ich auch mal zeigen, dass es sich lohnt, Original-CDs zu kaufen. Hier kriegt man nämlich richtig was fürs Geld. Da ist, wie gesagt, immer einmal das Original und dann nochmal mit der anderen Stimme aufgenommen und ja, das finde ich auf alle Fälle ganz schick. Da hat man nämlich immer das, worauf man Bock hat, wenn man in der Metal-Richtung das hören möchte. Entweder so richtiger 80er-Stil mit heller Stimme oder mit Gegrunze, sag ich mal, im Death-Metal-Stil. So, dann schauen wir mal das aktuellste Werk an. Das ist die Debauchery Blood God Thunder Beast. Das ist Debauchery vs. Blood God. Da haben wir auch wieder eine Debauchery mit Monster Voice. Dann haben wir einmal Blood God. Und dann haben wir hier drauf, ich denke mal, das ist sogar an den nicht musikinteressierten Leuten nicht vorbeigegangen, dass Lemmy, also Lemmy Kilmister von Motorhead, der Sänger bzw. also der ganze Kopf hinter Motorhead, gestorben ist. Und da ist ein Tribute drauf. Finde ich gut. Ich denke mal, es wird auch mal wieder ein paar Leute geben, die sagen, ey, jetzt machen das alle, bla bla bla, scheißegal. Ich finde es trotzdem gut, weil Lemmy und Motorhead, da bin ich mit aufgewachsen, auf jeden Fall auch. So wie Guns N' Roses, AC/DC, Iron Maiden, Metallica, Judas Priest und so weiter. Deshalb, da sollte man ruhig mal etwas Respekt zollen. Ja, die CD ist wieder schön gemacht, schön bedruckt. Hier ist die Debauchery Thunder Beast. Hier haben wir die Debauchery Blood God. Und hier haben wir die Debauchery im Motorhead-Style, sag ich mal. Die Debauchery, die Kilmister,
Tribut-CD. Dann haben wir hier das Booklet. Schauen wir auch mal rein. Die Virtual vs. Bloodgood. Dann haben wir ein paar Texte. Die Bilder sind im Hintergrund gehalten diesmal. Da haben wir hier noch ein schönes Artwork. Auch das Monster spielt Gitarre. Sehr schick. Da schauen wir noch mal kurz weiter. Hier haben wir das nochmal. Was heißt das nochmal? Also da ist auch hier schön mit. Die Klampe hätte ich auch gerne. Jawohl, das ist die Geschichte und wie gesagt, wieder drei CDs zum Preis von quasi einer. Auch zu bestellen im Blood Store. Das hier auch nochmal eine kleine Hommage an Motorhead. Ja, das waren die Alben, die ich mir jetzt geholt habe. Ich habe noch ältere, aber die sind, wie gesagt, schon ausgepackt und so weiter und so fort. Diese sind jetzt bei mir neu eingetroffen. Hatte ich jetzt endlich mal wieder etwas Kohle über und auch wieder Bock, mir Originalsachen zu kaufen. Da dachte ich mir, die Bocelli ist definitiv eine gute Anschaffung, weil A, Musik geil, B, finde ich es cool, dass er seinen Job quittiert hat, um halt das zu machen, was man will. Und das sollte man eigentlich viel öfter tun. Ja, deshalb hört rein. Schaut es euch an. Könnt ihr im Blood Store kaufen. Sucht einfach bei Google nach Blood Store oder nach Debauchery. Ich denke mal, das steht hier auch irgendwo drauf. Ich schaue mal eben, ob das hier, das ist bei Massacre Records ist das erschienen. Die Homepage, wie gesagt, ich meine bloodstore.de müsste das sein. Ansonsten schaut einfach unter debauchery.de. So, und jetzt, da wir schon mal bei der ganzen Geschichte sind, schauen wir uns auch nochmal die Miniaturen an, die er rausgebracht hat. Zu dem Spiel, was er auch sich selbst ersonnen hat. Und ja, die habe ich jetzt leider nicht höchstpersönlich hier, sondern die schauen wir uns einfach mal am PC an. Jawohl, und los geht das. Und zwar mit dem Killer Beast. Da haben wir hier schon mal eine schöne Zeichnung davon. Einmal der Resinbausatz, wie er kommt. Einmal zusammengebaut. Und dann gibt es hier noch ein paar schöne Bilder, weil es ist echt ein gelungenes Modell. Das Ganze gibt es bei den Jungs auf der Seite, wie alles, was ihr jetzt seht, auf bloodstore.de. Das gute Killer Beast, das hat 70 mm, ist wie gesagt aus Resin und liegt bei 60 Euro. Hier sehen wir es nochmal. Sehr gelungen. Schick, schick. So, weiter geht's mit Godzilla. Von Godzilla habe ich leider keine direkte Aufnahme, sondern nur das Bild, was von der Homepage stammt. Das Godzillachen, das liegt bei 70 Euro, hat 70 mm und ist auch aus Resin. Und das T-Shirt, was dabei steht, das ist leider ausverkauft. Weiter geht's mit den Blood Babe. 30 mm Metallmodell für 5 Euro. Hier sehen wir schon mal ein Bild. Hier haben wir den Bausatz, natürlich mit Kettensäge. Und oben ohne, wie sich das natürlich gehört für das Spiel. Das darf natürlich nicht fehlen. Hier sehen wir nochmal das Original von allen drei Seiten. Und ja, auf alle Fälle ganz schickes Modell, würde ich sagen. Weiter geht's mit dem Demon Slayer. Der Demon Slayer hat 60 mm, ist ebenfalls aus Metall. Hier seht ihr den unzusammengebauten Bausatz. Ein Originalbild habe ich davon leider nicht, sondern nur dieses hier. Ja, das ist der Demon Slayer. Ich denke, ihr könnt euch das grob vorstellen. Weiter geht's mit dem Butcher of Bitches, den sehen wir hier. Das ist eine 40 mm Metall-Miniatur für 15 Euro. Und ja, der Name ist Programm. Er hat schon eine am Schlepp hier. Auch auf alle Fälle eine nette Miniatur, wenn man die gescheit anmalt. Sehr schick, würde ich mal dazu sagen. Und dann haben wir last but not least, schweres Wort, den Carnager. Das ist noch im Moment nur virtuell vorhanden. Das soll wohl eine Büste werden, wie ich gelesen habe. Die wird zusammen mit tabletop.eu erstellt und soll demnächst wohl beim Bloodstore, also auf deren Seite von Debauchery und auf ihren Konzerten am Merchstand erhältlich sein. Ich werde mal gucken. Ich habe die schon länger nicht mehr live gesehen, ob ich das schaffe zeitlich, dass ich mir die im Dezember sehe, die bei uns in der Nähe in Oberhausen, ob ich da mal reinschaue und ja, Bock drauf habe ich auf alle Fälle. Dann werde ich mal schauen, was es da so gibt. Ja, das waren einmal die CDs und auch die Miniaturen zu dem Tabletop Carnage, The Game of Killing von Thomas Gurath.
von der Death Metal Band Debauchery. Ja, hier sehen wir nochmal die drei Bände plus den Hintergrundband. Und die gibt es, wie gesagt, für 20 Euro auf bloodstore.de. Des Weiteren auch als Free PDF, also für umsonst. Ja, ich würde mich über eure Daumen freuen, eure Abos und auch mal eure Meinung zu dem Spiel. Lasst einfach ein paar Kommentare da. Ich würde sagen, wir hören voneinander. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.